one's gonna care like I do. And I can feel it in the way that you breathe. I know you dream of her while you sleep next to me. I can't stop drinking about you. I gotta numb the pain. I can't stop drinking about you. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir spielen heute eine kleine Runde 4x2 auf der lieben Map Rainbow. Ich habe gerade eben schon versucht aufzunehmen und das lief dann am Ende so. Oben, beide kommen von oben, ich renn mal von unten zu. Von oben? Zu uns? Ja, ja. Nee, der eine steht da oben nur. Ja, dann steht der da oben nur. Oh, Alter. Einer ist down. Alter, sind die easy, holy shit. Der zweite hat... Web. Zweiter ja, auch Alter. Down. Beide down. Keiner versaut mir meine Aufnahme so, Alter. Wieder ein ganz viel spaßiges Bossbämmerei. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir hier auf der Map Rainbow ein besseres Game haben und ein besseres Gameplay an sich auch haben. Denn ich habe wieder mal ein interessantes Thema anzusprechen. Wie wahrscheinlich ein paar am Titel schon gelesen haben sollten, geht es heute um das Thema Schule. Ist ja ein berühmt-berüchtigtes Thema. Viele sagen ja Schule, viele Themen braucht man nicht, vieles ist unnötig, was man dort lernt. Manchmal sind Lehrer Noten schuld, die ihr schlecht macht. Ich habe ja auch schon mal zum Thema Lehrer spezifisch, habe ich ja auch schon mal ein Video hochgeladen. Und da ein paar Storys von meinen Lehrern früher, beziehungsweise von den Lehrern, die ich auch jetzt noch habe, erzählt und gesagt, yo, warum habe ich den Block im LG nicht geschafft? Und gesagt, yo, so sind meine Lehrer oder so waren meine Lehrer. Und die Story habe ich erlebt, die meine Noten vielleicht auch schlechter gemacht haben. Und kann es sein, dass Lila und, da bin ich runtergelaufen. Lila und hat der Gelbe hat gerade den Lilanen ignoriert und der Lilane ist danach direkt aus der Runde gequittet. Das sieht mir eher fast gefühlt so nach einem Bann aus. Ah ne, er ist wieder da. Okay, dann war es doch kein Bann. Also ich habe zum Beispiel früher, so in der 8., 9. Klasse, habe ich so gefühlt einen Fake auf Schule gegeben. Also ich habe mich null dafür interessiert. Ich war lieber hier der kleine YouTuber, wie er lebt und lebt, so wie man ihn kennt. Wisst ihr, was ich meine? Und komm, lass mich kurz mal so. Und jetzt müsst ihr mal beide kurz verschwinden. Kurz mal hier aus dem Häuschen raus. Oder ich baue euch im Häuschen ein. Entscheidet ihr, was ihr machen wollt. So, ja, genau. So, super. Komm, den einen will ich noch mit runterbekommen, bevor wir mich totboxen. Komm. Na, er hat noch überlebt. Hatte halt auch wiedermals keine Picke dabei, um die irgendwie mit der Picke totboxen zu können. Das Ding ist so, nach der 9., so mein Zeugnis wurde dann, wie man sich wahrscheinlich denken kann, noch nicht besonders gut. Immer wieder ein bisschen schlechter. Immer wieder mal vielleicht die ein oder andere 4 und 5 gehabt, ja, man kennt ihn, den aktiven Lerner, Relation, und 2 Herzen, ich fasse es nicht, als ob ich die nicht bekommen habe, Alter, was mache ich hier? Und so nach der 9., circa nach der 9. war das, habe ich dann gefühlt so mein Bewusstsein verändert und habe mir gedacht, yo, die 10., das ist mein Abschluss, das ist mein Abschlusszeugnis. Das ist das Zeugnis, womit ich wahrscheinlich mein halbes Leben so bestimme, womit ich bestimme, welche Ausbildung ich schaffen kann, beziehungsweise was ich den Ausbildungsplätzen immer vorlegen muss, also den Betriebschefen der Ausbildungsplätze. Und Bruder, das war eine ganz schlechte Idee. Und dieses Zeugnis entscheidet halt irgendwo teils wirklich über mein Leben. Und seitdem ich die 10. da angefangen habe, habe ich wirklich reingehasselt. Mein Zeugnis sieht momentan echt gut aus. Ich sag momentan, weil ich schreibe ja jetzt noch ein paar Noten bis zum Ende des Jahres. Nur momentan schaut es echt tendierend wirklich, wirklich, wirklich gut aus. Ich habe sogar schon gesagt, also mein erste Klasse Zeugnis, wo man noch Smileys bekommen hat, war nicht so gut wie das Zeugnis, was ich jetzt gerade in der 10. mache. Was ich echt auch von mir so übelst gut finde. Wir TP'n uns jetzt mal nach Hause, nicht, dass irgendjemand bei uns zu Hause ist und ich das nicht mitbekomme. So, aber keine Ahnung, Schule hat mich halt nie wirklich interessiert. Und seitdem ich so weiß, yo, dieses Zeugnis brauche ich für etwas, das ist wichtig,
bin ich wirklich richtig am Eskalieren in der Schule. Und das soll jetzt nicht mäßig heißen, bewegt euren Arsch nicht, macht nichts für die Schule, nur weil ihr wisst, dass ihr das Zeugnis nicht braucht und fangt erst in der 10. an. Weil das ist wirklich falsch, weil so sich zu ändern, den Stoff, den ich nachholen musste, Alter, das war so eine Menge. All das waren ja mit Auswirkungen, die das dann hatten. Auf, und oh mein Gott, war das scheiße. Oh mein Gott, war das scheiße. Ich habe meine Pickaxe. Kurz mal hier Pott trinken. Das war richtig bad. Anstatt ich ihn einfach so hole. Nein. Und das Bett ist down. Ich hatte die Pick auch auf dem falschen Slot. Komm. Nein, nein. Ich glaube, er war One oder Two Hit noch gewesen. Schade. So, aber ich empfehle euch wirklich, ihr müsst nicht unbedingt sonst wie sehr ackern und euch sonst wie sehr reinhängen, um einen Einser-Durchschnitt so gefühlt zu halten. Aber ich kann wirklich nur empfehlen, passt ab und zu mal ein bisschen auf, vor allem bei wichtigen Themengebieten, wo die Lehrer auch sagen, das baut aufeinander auf. Weil das baut am Ende tatsächlich auch aufeinander auf. Ich habe es früher auch nie geglaubt und dachte, die Lehrer sagen mir das nur, um mir zu sagen, ja, lern das, obwohl du es nie wieder später brauchen werdest. Und da haben wir ihn. Aber nein, die Themen bauen wirklich aufeinander auf und wenn ihr da einmal was verpasst, ist das alles nachzuholen wirklich schon eine ordentliche Arbeit. Und wo ist der letzte Gelbe? Und bei mir war das zum Beispiel so, vor allem in Mathe musste ich so viel nachholen. Also wirklich jetzt, da ist der letzte. Und ciao, Brudi. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich absolut in der nächsten Runde wieder. Bis dann. In der zweiten Runde angekommen. Wir spielen jetzt gerade auf der Map Flair V1, eine Oldschool-Map, die so auch kaum gevotet wird, die ich auch früher, glaube ich, bevor ich den YouTuber-Rang hatte, null gespielt habe, weil sie, wie gesagt, irgendwie gefühlt nie gevotet worden ist. Aber ich finde die Map wirklich cool, besser als Flair V2 und all die neuen Maps, die rauskamen so. Und da war ja beinahe Goldbridge bis in die Mitte auch schon wieder fast da. Die Map ruft bei mir richtig Erinnerung vor. Ich habe hier so viele geile Clips erspielt früher. Das wäre echt nice. Könnt ihr gerne mal in mein Clips-Playlist, die oben rechts jetzt eingespielt wird, könnt ihr gerne mal reingucken. Die Clips früher waren echt heftig. Also ich habe früher die Clips so vom Gameplay her und so waren zwar im Gegensatz zu heute nichts Krasses so, aber sie waren halt so vom Grundprinzip einfach heftig. Und Paluten, du kleiner Egomane. Du kleiner Skin. Nein, ich habe den Block Energy gefailt. Auch so ein Mist. Das Ding ist so an sich, finde ich auch, keine Ahnung. Viele sagen ja auch immer so, yo, Thema Schule, viele Themen, die wir dort lernen, sind halt einfach unnötig und nicht wichtig. Die braucht man nie wieder in seinem späteren Leben. Und ich kann da wirklich nur sagen, Leute, scheiß mal drauf, ob ihr das in einem späteren Leben oder so braucht. Ihr braucht den Stoff definitiv für Tests, Klausuren oder sonst was. Und der Paluten lässt mich einfach in Ruhe. Das ist ja nett, danke. Danke, Bruder, danke dafür. So, wir müssen direkt hinterher, weil da rennt jemand zu unserem Bett und... Oh, das wird gleich ganz knapp. Oh, 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 der ist da. Ich habe alles, um zu verteidigen. Das Ding ist, ich kann nicht viel machen, weil ich habe keine Blöcke. Der wird nur aufs Bett gehen, der wird only aufs Bett gehen. Brudi, wir müssen ihn irgendwie weg vom Bett bekommen. Ja, ganz knappe Situation, weil wieder niemand das Bett eingebaut hat, also wirklich. So, auch so an sich muss ich sagen, was ist denn, wenn ihr später, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund bei irgendeiner Quizshow seid und mäßig ein macht auf, und nein, da sind zwei Leute am Bett. Bitte sagt mir nicht, sie bekommen das Bett. Mist. Nein! Komm, geh weg, Junge. Geh weg. Geh weg. Und was bekommst du für ein Knockback? Komm, geh weg. Das war echt wieder mal richtig blöd gespielt von mir. Den er hätte auch schon wieder nicht bekommen, Alter. So ein Mist. Ich werde jetzt mal zu einem anderen Team gehen. Mir kurz Eisen-Equipment wenigstens kaufen. Damit ich was habe, um Damage zu machen. Und dann können wir wieder auf die Teams raufgehen. Aber um es nochmal so zu sagen, so stellt euch mal vor, ihr seid später bei einer Quizshow oder sowas. Und aus irgendeinem Grund, lass es den Zufallswillen sein, lass es wegen irgendeinem Grund. Aus irgendeinem Grund kommt dort eine Frage ran, wo ihr wisst, den Stoff hattet ihr im Unterricht und den hättet ihr euch auch übelst gut einprägen können, hättet ihr aufgepasst und zugehört. Hättet ihr den Stoff nicht als unnötig empfunden. Stellt euch wirklich mal vor, und ich weiß, es ist unwahrscheinlich, aber wenn es passiert, dann so, keine Ahnung, ihr fühlt euch halt euer Leben lang scheiße so. Ich fange damit jetzt auch erst in der 10. an, so, ich präge mir so gefühlt jeden Kackstoff ein, auch einfach so fürs Allgemeinwissen, um so zu wissen, yo, falls irgendjemand eine dumme Frage stellt oder so, kann ich dem dumm antworten, ohne Angst haben zu müssen. Und komm her, Bui. So, da ist er weg und da haben wir das Bett. Dann baue ich mal direkt den Spawn ein, falls sich hier jemand nach Hause tp't. So, aber ich glaube, er hat eh kein Eisen da drüben. So, und ich kann euch wirklich nur empfehlen, vor allem 10. Klasse ist, wie gesagt, das Allerwichtigste.
ackert da auch, wenn scheiße ist, wenn ihr keinen Bock habt zu lernen. Wie ist mein Meta gerade gestorben? Ackert da auch, wenn ihr keinen Bock habt zu lernen, wenn ihr keine Lust habt, irgendwie irgendwas zu machen. Hängt euch da rein, macht was dafür. Scheißt mal drauf, auch wenn ihr euch quält. Wisst ihr, wie ich meine? Hauptsache, ihr schreibt in dem Jahr gute Noten. So, wisst ihr? Danach könnt ihr machen, was ihr wollt mit dem Zeugnis. Danach habt ihr eine Absicherung, dass ihr auch vielleicht später den Beruf ausüben könnt, den ihr halt machen wollt. Und Brudi, ich muss jetzt richtig aufpassen, dass mich hier niemand Lucky runterhittet oder so. Und da haben wir die Runde tatsächlich noch gewonnen. Leute, war alles ein bisschen durcheinander heute. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Yeah,